Hallo auf dem Kanal Nati F12 in Natis Bücherwelt. Heute gibt es wieder eine Buchempfehlung von mir. Und zwar habe ich mir den Roman Morgen kommt ein neuer Himmel von Laurie Nelson Spielman aus dem Krüger Verlag zugelegt. Er hat 363 Seiten und ist am 24. März 2014, also vor knapp einem Jahr, schon in den Handel gekommen. Ja, ich lese euch wie immer mal den Klappentext vor. Ein berührender Roman über die eine Liebe, die uns ein Leben lang nicht verlässt. Elizabeth weiß, dass sie sterben wird und sie weiß auch, dass ihre 34-jährige Tochter Brad in ihrem Leben nicht glücklich ist, trotz Freund, Wohnung und Job. In ihrem Testament... Hallo auf dem Kanal Nati F12 von Natis... Hallo auf dem Kanal Nati F12 in Natis Bücherwelt. Heute gibt es eine Buchempfehlung von mir. Und zwar habe ich mir den Roman Morgen kommt ein neuer Himmel von Laurie Nelson Spielman zugelegt. Er ist schon vor einem Jahr, am 24. März 2014, im Krüger Verlag erschienen und er hat 363 Seiten. In diesem Roman geht es um... Elizabeth. Elizabeth weiß, dass sie bald sterben wird. Sie ist schwer an Krebs erkrankt und ihre Tochter Brad kümmert sich rührend um sie. Dann stirbt Elizabeth und hinterlässt ein riesiges Kosmetikunternehmen. Sie hat das von klein auf hoch gearbeitet und mittlerweile ist es ein riesiges Imperium. Ja, bei der Testamentseröffnung denkt Brad, wird sie nun dieses Kosmetikinstitut erben, weil sie sich schon, wo es ihrer Mutter immer schlechter ging, sehr in die Firma eingebracht hat, sehr viel gelernt hat. Und sie geht eigentlich davon aus, dass sie eben jetzt Chefin dieses Unternehmens wird. Ja, dann kommt die Testamentseröffnung. Ihre beiden Brüder, Brads beide Brüder, erhalten eine riesige Summe, durch die sie eigentlich für ihr Leben ausgesorgt haben. Ja, und dann eröffnet der Notar allerdings, dass nicht Brad die neue Chefin der Kosmetikfirma wird, sondern ihre Schwägerin Catherine. Das zieht natürlich Brad jetzt den Boden unter den Füßen weg und ja, mehr sagt der Notar dann nicht. Erst wo sie alleine sind, offenbart er ihr, was der Wunsch ihrer Mutter war. Denn Brad wird erst dann etwas erben, wenn sie eine Wunschliste erfüllt. Eine Wunschliste, die Brad als kleines Mädchen geschrieben hat. In dieser Wunschliste sind zum Beispiel Sachen wie die wahre Liebe finden, sich ein Pferd kaufen, sich einen Hund anschaffen, ein Kind bekommen und ein Haus kaufen. Das waren so die Wünsche, als Brad ein kleines Mädchen war. Und genau diese Wünsche soll Brad nun erfüllen, damit sie ihr Erbe antreten kann. Ja, Brad ist natürlich außer sich. Das waren ihre Wünsche als kleines Mädchen. Sie lebt doch in einer guten Beziehung mit ihrem Verlobten zusammen. Was hat eigentlich einen guten Job? Sie weiß gar nicht, was ihre Mutter eigentlich da von ihr will. Der Notar eröffnet ihr, dass sie jedes Mal, wenn sie eines dieser Wünsche erfüllt hat, von ihrer Mutter einen Brief bekommt, beziehungsweise der Notar liest ihr dann immer diesen Brief vor. Ja, und Brad bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als diesem Wunsch nachzukommen. Und das Ganze gestaltet sich natürlich schwierig zum einen und zum anderen sieht Brad natürlich erst gar nicht ein, was ihre Mutter ihr da eigentlich sagen will und was sie ihr da auf den Weg mitgegeben hat. Ja, die Story hat mich unheimlich berührt. Es ist alles dabei. Liebe, Trauer, Witz und Tränen. Und ich habe bei so manchen Briefen, die Elizabeth an ihre Tochter geschrieben hat,
wirklich ja, Tränen in den Augen gehabt. Es war so rührend und allein der Schreibstil von Laurie Nelson Spearman hat mir so gut gefallen. Ich war sofort in der Geschichte. Sie hat einen tollen, flüssigen Schreibstil. Und ja, die ganze Geschichte hat mich einfach sofort in ihren Bann gezogen. Ich habe mit Brad mitgelitten. Ich habe mit ihr mitgehofft. Und ich habe ja wirklich gehofft, dass alle Wünsche, die sie damals hatten, in Erfüllung gehen, dass sie es schafft. Und wie gesagt, die Briefe von ihrer Mutter Elizabeth waren unheimlich berührend und tiefgründig. Und das hat mir an dem Buch sehr, sehr gut gefallen. Ein wunderbarer Roman über Gefühle und Hoffnung. Und es zeigt, dass man seine Wünsche, die man ein Leben lang hat, nicht aus den Augen verlieren sollte. Und es hat mir auch so ein bisschen zu denken gegeben, dass ich einfach so über mich nachgedacht habe. Was hatte ich als junges Mädchen, als ja, recht junge Frau für Wünsche von meinem Leben? Habe ich das jetzt erfüllt? Bin ich eigentlich so, wie ich, oder ist mein Leben jetzt so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe? Oder ja, man macht sich da wirklich Gedanken. Und ich kann euch diesen Roman wirklich ans Herz legen. Wenn ihr einen gefühlsvollen Roman lesen möchtet, dann seid ihr hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Von mir hat der Roman 5 von 5 Sterne bekommen. Ja, als ich ihn zugeklappt habe, dachte ich so, oh, das hätte weitergehen können. Es war einfach so schön zu lesen, so entspannend, obwohl ich, wie gesagt, ab und zu mit den Tränen habe kämpfen müssen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.